Ja, liebe Jülicherinnen und Jülicher, gerade hat der große Krisenstab getagt. Das heißt, die Menschen, die also jetzt im Dreischichtbetrieb unsere Stadt und die Ortschaften kontrollieren, die letzten Einteilungen werden gerade im Hintergrund gemacht. Und ich möchte Ihnen ein paar Informationen noch geben, wie sich das Wochenende entwickelt hat. Sie wissen, ein Video ist veröffentlicht worden am Freitag. Wir haben mit diesem Video 70.000 Menschen erreicht. Und da sind die WhatsApp-Verteilungen noch nicht mit drin und der Erfolg hat sich eingestellt. Mein ganz, ganz großer Dank gilt allen Jülicherinnen und Jülichern, die sich wirklich jetzt an die Regeln gehalten haben. Bei den Kontrollen hat es nur kleinere Verstöße gegeben und ich möchte Ihnen mal klar ein paar Beispiele geben. Gestern zum Beispiel haben wir eine Gruppe von 7 Jungs getroffen, die haben Fußball gespielt auf einem Fußballplatz. Und als wir hingegangen sind, haben gesagt, Freunde, das ist momentan nicht so gut, gar kein Problem. Die sind auch direkt nach Hause gegangen. Wir haben die Situation in den Baumärkten und in den Discountern im Blick. Auch da mein Appell nochmal, haltet euch an die Regeln. Denn bitte nicht direkt die Menschen ans Kreuz nageln. Das ist eine ganz, ganz neue Situation, die muss sich erstmal einspielen. Und auch da sind wir auf einem guten Weg und sind im permanenten Kontakt und helfen uns gegenseitig. Ja, besondere Situation. Aber nochmal, mein Dank gilt allen, die sich wirklich an die Regeln gehalten haben. Als wir gestern durch die Stadt gefahren sind, es war wirklich Ruhe vor den Bäckereien, die ja gestern auf hatten, wurden die Mindestabstände eingehalten. Ganz, ganz großes Dankeschön für dieses solidarische Verhalten. Ein Wort noch zu den Fallzahlen, die werden vom Kreis Düren ja veröffentlicht. Die werden in den nächsten Tagen auch noch weiter hochgehen und es geht jetzt gar nicht darum, dass die Fallzahlen momentan runtergehen. Der ganz entscheidende Moment wird in ungefähr 10 bis 14 Tagen sein. Dann werden wir wissen, ob diese ganzen Maßnahmen greifen und ob dann die Fallzahlen stagnieren oder bestenfalls sogar runtergehen. Mein ganz großer Dank gilt hier allen Menschen, die draußen helfen, insbesondere im Krankenhaus, in den Pflegediensten, in den Altenheimen. Und auch hier meinen Menschen in der Verwaltung, die 50 Leute, die jetzt wieder im Dreischichtbetrieb eben draußen sind und kontrollieren. Und vielleicht noch ein Gedanke, es werden viele Fragen geäußert und oft werden die in Facebook einfach formuliert. Tun Sie mir einen Gefallen, rufen Sie einfach die Hotline ein. Ich halte die nochmal hoch hier, das ist die 63605. Ganz, ganz wichtig, hier bekommen Sie Antworten, stellen Sie Ihre Fragen an uns. Und da bekommen Sie auch ganz bestimmt eine schnellere Antwort als in Facebook. Denn hier sitzen die Experten und hier sitzen die Menschen, die geschult sind mittlerweile auch in der Frage, wie man damit umgeht. Die Hotline zum Beispiel, die war gestern auch sehr, sehr lange besetzt. Und es gibt hier Anrufe, insbesondere von älteren Menschen, die sagen, wir wollen einfach mal telefonieren, wir wollen einfach mal Kontakt haben. Eine ganz, ganz tolle Sache. Wir unterhalten uns mit denen auch. Wenn das aber weitergeht, werden wir selbstverständlich die Menschen an die entsprechenden Seelsorgen und Telefonseelsorgen verweisen. Wir machen das aber natürlich gerne. Eine kleine Anekdote vielleicht. Bei uns lief gestern jemand an, der sagte, mein Nachbar hustet, was soll ich jetzt machen? Also da besteht noch keine große Gefahr, wenn ein Nachbar hustet. Der hustet vielleicht auch aus einem ganz anderen Grund. Keine Ahnung warum, aber insgesamt das Interesse ist groß. Nutzen Sie weiter die Hotline 63605 und vielleicht noch ein kleines Bild, wie wir jetzt damit umgehen sollten. Sie wissen, ab heute gelten ganz neue Regeln, Kontaktverbot im Prinzip, Reduzierung auf 2 Personen. Und lasst uns gemeinsam gegen diesen Virus kämpfen mit 2-mal Victory. Ich sag mal, 2 Meter, 2 Personen. Und so bekämpfen wir diesen blöden Virus. 2 Meter, 2 Personen. Helft uns mit, danke an alle. Und wir schaffen das auf jeden Fall gemeinsam, miteinander, füreinander in Jülich gegen diesen Virus.